Hallo Leute, willkommen zurück zu Crustorio, meiner aktuellen Factorio-Serie. Und wie ihr sehen könnt, unsere erste Rakete ist fertig. Wir haben einen Satelliten drin. Dann starten wir die doch gleich. Und hier auf der Karte können wir dann auch die Rakete verfolgen, bis sie verschwindet, ohne dass wir uns zu sehr anstrengen müssen. Und weg ist sie. Gut, das gibt uns Weltraums Forschungsdaten. Die packen wir hier rein. Und eigentlich habe ich geplant, mich um die neuen Forschungstechnologiekarten zu kümmern. Aber Glas kommt nicht viel durch. Und auch unser Kunststoff sieht nicht so toll aus. Das heißt, um das müssen wir uns zuerst kümmern. Und ich denke, Glas ist ein einfacher Fix. Denn alles, was wir da sicherstellen müssen, ist, dass wir genügend Sand ranbekommen. Und wenn ich mein Auto finde, kann ich da rasch rüberfetzen und wir können das kurz erledigen. Wenn wir uns die Situation hier anschauen, dann sehen wir, wir produzieren einfach nicht genügend Sand, dass wir überhaupt annähernd unsere Schmelze auslasten können. Es hilft natürlich auch nicht, dass wir den Sand hier dann noch aufteilen. Drum denke ich, was ein besserer Ansatz ist, wir verwenden dieses Setup hier. Hier können wir, glaube ich, sogar noch mit Geschwindigkeitsmodulen mehr rausholen. Vielleicht sogar mit Produktivitätsmodulen. Aber Geschwindigkeit tut es fürs Erste. Und dann haben wir hier im Wesentlichen zwei rote Bänder. Und das hier, das brauchen wir nicht mehr. Das untere brauchen wir noch, denn das ist für unseren Ziegelstein. Und ich hätte jetzt gesagt, wir machen das einfach mal so. Dann ein Band hier oben dran. Und vielleicht wenn wir das hier updaten, mal auf Rot und hier dann sogar auf Grün. Brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht. Rot tut's. Solange wir sagen, wir haben dann auch zweimal Ausgang.
dann haben wir vier rote Bänder, die hier rausgehen. Hier ist uns der Stein nun endgültig ausgegangen. Das heißt, all das können wir zusammenpacken. Die lassen wir noch hier stehen. Dann brauchen wir hier ein rotes Band mit Sand. Und das machen wir einfach mal hier ran mit dem bevorzugten Eingang links, sodass das, was davon kommt, dass wir das so nehmen. Und hier gehen wir doch einfach das nach unten. Und dann müssen wir nur warten, bis wir genügend rote Bänder haben, damit wir das ordentlich anbinden können. Genau, hier, das brauchen wir nicht mehr, denn da gehen wir ja so rum. Andere Richtung. Voilà. Dann haben wir hier das Band, das wir noch fertig machen müssen. Und dann, jetzt wo wir hier wir bekommen immer noch zu wenig durch für alle Schmelzen. Aber zumindest sieht es so aus, dass wir ein volles gelbes Band rausbekommen. Also wahrscheinlich müssen wir hier einfach ein schnelles Band reinziehen und auch sicherstellen, dass wir da dann entsprechend auch das Band voll bekommen. Mach das hier mal mit gelb und markiere das für Update. Und jetzt, wo wir wahrscheinlich etwas mehr Stein benötigen, sollten wir vielleicht sicherstellen, dass hier unser einziges Steinfeld ist nicht mehr allzu viel drin. Das heißt, wir brauchen ein zweites. Wir haben hier oben noch eins. Wir haben hier unten noch eins. Ich denke, ich schließe das mal an. Gleiches Setup wie hier für Kupfer. Und hier haben wir ja auch ein Setup für Luftfilter. Das heißt, ich mache das mal rasch und wenn das gemacht ist, können wir noch schauen, was machen wir denn mit Kunststoff. Denn Kunststoff, da wollen wir auch mehr rausbekommen. Das Steinfeld ist angeschlossen. Und die ersten Filter sind hier auch schon versorgt. Hier hinten sind sie noch nicht ganz angekommen, aber sie liegen da auf dem Band. Wir haben einen Zug, der befüllt wird. Und das sollte unsere Steinsorgen für die nächsten paar Folgen beseitigen. Aber jetzt wollen wir schauen, was ist denn hier mit unserem Kunststoff los. Und wir sehen, der wird nur von einer Seite produziert.
was den Schluss nahelegt, wir haben zu wenig Flüssiggas. Wieso haben wir zu wenig Flüssiggas? Weil hier der Ausgang an Leichtöl voll ist. Ja, das ist voll. Dann packen wir hier doch einfach mal ein paar Geschwindigkeitsmodule rein. Denn wir haben hier Geschwindigkeitsmodule reingemacht, um mehr rauszuholen. Aber das wirft natürlich die ganze Balance etwas über den Haufen. So dass wir da wahrscheinlich auch noch Geschwindigkeitsmodule brauchen. Und damit sollten wir sehen, ja, jetzt arbeiten wieder alle. Und hier können wir uns dann sogar noch überlegen, machen wir da dann Produktivitätsmodule rein und hintenrum eine Reihe Beacons. Wir haben den Platz dafür. Und damit sollten wir fast ein volles Band an Kunststoff bekommen. Ja, aber wir haben dieses Ölfeld hier angeschlossen und das wird nicht bis in alle Ewigkeit reichen. Das heißt, wir müssen uns hier auch dran machen, einen Bahnhof für Ölentladung zu bauen. Aber genau nicht so. Genau nicht so. Und auch nicht so. Ich glaube, den können wir hier nach unten versetzen. Dann brauchen wir den nicht mehr. Und das so. Gut. Dann können wir hier das Ganze etwas in die Länge ziehen, bevor wir dann hier wieder rangehen. Hier so ein Signal und ein Bahnhof. Und das ist Rohöl Anlieferung. Gut. Und da hinten werden wir dann noch ein Signal benötigen. Gut, dann brauchen wir Pumpen. Wir brauchen Rohre. Und wir brauchen einen Lagertank. Mindestens. Und dann, wo kommt unser Öl rein? Unser Öl kommt hier rein.
Machen wir das doch einfach mal so. Hier nochmals eine Pumpe. Und dann haben wir zumindest die Entladung für Öl bereits am Start. So. Und da machen wir das so. Und unser nächstes Ölfeld, das wir anschließen können, ist das hier drüben. Das heißt, wir verlängern hier diese Bahnlinie und dann haben wir irgendwo hier unten einen Bahnhof. Ich mache mich da mal ran, dass wir das hinbekommen. Und dann können wir schauen, wo wir denn mit dem Bahnhof sind und wie das Ganze funktioniert. Das Feld ist angeschlossen und der Zug ist auch schon voll. Aber wir haben noch ein kleines Problem, denn dieser Zug fährt nach, wo fährt er denn hin? Der fährt nach hier und alle anderen Züge fahren nach hier, wo sie mit Kohle beladen werden. Und für diesen Zug müssen wir, genau wie dann auch für diesen, auch irgendeine einen Treibstoff finden. Was wir hier oben haben, ist dieser Festbrennstoff. Das könnte uns nützlich sein. Drum fahre ich da rasch mal rüber und schließe das noch an und dann können wir den Zug fahren lassen. Der hat ein bisschen, ich glaube, Holz als Treibstoff drin. Das wird nicht allzu weit reichen. Vielleicht bleibt er auch auf der Strecke stehen. Aber sobald er dann an unserem Entladebahnhof angekommen ist, sollte er mit dem guten Treibstoff versorgt werden. Wie ihr sehen könnt, war ich da auch wieder etwas am Aliens schlachten. Und ich frage mich, machen wir das doch hier mal mit Requester Chests? Wir wollen den 50 reicht von Pufferkisten, ja gerne. So ein Greifarm dürfte auch genügen. Und dann müssen wir einfach noch schauen, dass der im Logistiknetzwerk drin ist. Voilà. Und sobald wir hier etwas drin haben, sodass, wenn der Zug ankommt, der auch befeuert werden kann, können wir den Zug auf automatisch stellen. Und dann reicht der Brennstoff hoffentlich, bis er hier ankommt. Hier drüben sehen wir, haben wir einiges an Verschmutzung. Die nächsten Nester sind hier oben und hier drüben. Zu irgendeinem Zeitpunkt werden wir uns darum kümmern müssen, was wir mit denen machen. Aber zumindest derzeit ist das noch nicht ein dringendes Problem.
Wir können sehen, hier wo unser Zug durchfährt, da entsteht Verschmutzung, weil der verbrennt Kohle. Er muss noch hier runter, dann hier rauf und dann da hinten muss er kehren und den größten Teil seiner Strecke hat er bereits hinter sich. Was haben wir hier im Bahnhof stehen? Zweimal Eisen, einmal Kupfer. Sand sieht soweit gut aus. Da kommt er. Ah, ich glaube, das schafft er. Nur rasch mal, ja. Ja, das Holz hat fast nicht gereicht. Aber er hat es geschafft. Gut, damit sollten wir genügend, genügend Rohöl am Start haben, sodass wir, falls nötig, hier unsere Ölproduktion einfach mal verdoppeln können, sollten wir Engpässe mit dem Output haben. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge. Nächstes Mal können wir uns den neuen Technologiekarten widmen, die für Optimierung, die für Materie. Die Rezepte sehen nicht mal zu kompliziert aus. Die Weltraumforschungsdatum, die bekommen wir direkt von unserer Rakete. Und die Forschungsmaterie, die Forschungsdaten für Materie, das ist auch keine Hexerei. Haben wir alles irgendwo auf unserem Bus. Also, bis dann und tschüss!